これまで経験したことない揺れでしたね。でとにかく長かった。もっと怖いのはどこまで強くなるかが分からなかった。空港で、50インチぐらいの大きなスクリーンで津波を見ました。最初は映画か何かかなと思っていたんですけど、 The Elfte Meer ist schon ein schockierendes Erlebnis gewesen. Ich bin daheim gesessen am PC, auf einmal fängt es an schütteln mit einem Ruck. In a sense, heavier accident was a nuclear plant. It is very strange days after the earthquake because something has changed. 津波、そしてこれだけ大きな被害、私が今まで経験したことないような大きなダメージ、非常にこれは観光にとって大きなダメージがある。正直一言で言うならばショックだったさ。Natürlich tagtäglich dann Annulationen bekommen. Mit Annulationen kann man kein Geld verdienen. Und schlussendlich das Reisebusiness funktioniert nur durch Buchungen. Und das war im Moment für Japan nicht möglich gewesen. Mit dem 11.3. ist für ihn die Welt zusammengebrochen. Seine tägliche Arbeit ist zum Stillstand gekommen. Die Idee zum Projekt «Zu Fuß durch Japan» ist eigentlich schnell entstanden bei mir, weil ich wollte helfen. Ich kann nicht daheim sitzen und zuschauen. Ich kam von Thomas durch die Botschaft erfahren. Der erste Eindruck war, ja, jetzt läuft ein Schweizer ja durch Japan durch. Was kann er bezwecken? Dann hat er mir erzählt, er entschließt sich jetzt, das aus eigenem Sack zu finanzieren. Und in Hokkaido ist er gestartet. Hokkaido から? Hokkaido から? Hontoni? Hontoni, Hontoni. Überall, wo wir hingehen, sind Japaner ganz spontan verwundert, begeistert, dass ein Schweizer von doch recht weit her zu Fuss so weit kann gehen. Hey, Hokkaido から来たんですか? Japan? Ah, それ頑張ってください! Hi, 失礼します! Und dann, zweiter Gedanke habe ich gemerkt, dass wenn wir auch darüber rapportieren, dann auf einmal kommt eine andere Dimension. Das Negative, das überlassen wir anderen. Und er konzentriert sich auf Positive. Und das ist eigentlich der Thomas, so wie wir ihn erleben. Thomas-san appealed that other areas still are safe. That helped the Japanese a lot, emotionally helped. Thomas-san が私たちに与えてくれたパワー、エールに対して、我々復興に向けて全力で頑張りたいと思っています。垂直に伸びる電信柱に頭ぶつけて星を見た。